Jetzt sind auch endlich unsere Fenchel erntereif. Und Fenchel versuchen wir jetzt schon seit ein paar Jahren anzubauen. In den ersten 2 Jahren ging es schief, weil nämlich die Wühlmäuse echte Fenchel-Fans sind und haben uns jedes Mal kurz vor der Ernte nahezu alles weggeputzt. Also wenn wir von einem Beet Fenchel noch einen ernten konnten, waren es viel. Und jetzt ist es so, dass wir das in das Hochbeet hier reingepflanzt haben. Und in dem Hochbeet ist unten Wühlmausschutz drinnen, also ein Wühlmausgitter. Und jetzt sieht man, was für richtig schöne, große Kerle das geworden sind. Und jetzt wird es Zeit, dass man sie schneidet, weil es nämlich sonst so ist, dass die irgendwann in die Blüte kommen und dann ist es zu spät, dann verholzen sie nämlich. Jetzt. Ha. So habe ich mir das vorgestellt, wo wir die gepflanzt haben. Und jetzt gehe ich aber auch daher und putze die direkt im Garten. Also nehme die ältesten Blätter unten weg, lasse auch das wieder auf dem Beet liegen und schneide dann auch einen Teil vom Grün weg, weil zum einen verdunstet da drüber sonst zu viel Wasser und das Wasser fehlt dann im Prinzip, naja, dem Fenchel unten, der wird dann schneller schlapp. Und zum Essen kann man das Grünzeug zwar auch verwenden, da reicht mir jetzt aber immer der Puschel oben in der Mitte, dass man das mit reingibt beim Kochen für den Geschmack und auch dann für die Optik, zum Beispiel am Schluss ein bisschen drüber streuseln. Aber so ist das schön. Die gibt es heute Abend. Und man muss jetzt beim Fenchel auch nicht alles auf einmal abernten, sondern man schaut einfach durch, welche Pflanzen sind am besten entwickelt und lässt die ein bisschen schmaleren, halt ein bisschen länger noch stehen und nimmt jetzt wirklich nur die 2 kräftigsten raus. Da vorne, da ist es noch. Und dann reicht es nämlich auch für einen Tag Ernte. Bei Gurke und Zucchini ist es ein bisschen anders. Da sollte man schauen, dass man ständig die Früchte wirklich komplett rausnimmt, damit die Pflanze am Blühen bleibt und weiter fruchtet. Weil wenn da erstmal solche Geräte drinnen hängen, also so kindskopfgroße Zucchini, dann hören die einfach das Blühen auf, weil die Pflanze hat ihr Ziel erreicht, die Frucht ist da, die Samen sind da, sie kann sich vermehren und dann braucht sie quasi nicht mehr weitermachen. Und deswegen bei den Sachen immer durchernten, hier jetzt einfach die kräftigsten, damit man eine lange Erntezeit hat. So sieht einfach der Sommer aus und eine möglichst große Vielfalt ist, glaube ich, das Ziel von jedem Gärtner. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Channel natürlich jederzeit abonnieren. Und schaut vor allem aber auch in der BR-Mediathek vorbei, da gibt es noch mehr Sendungen und auch Videos von Querbeet.